S-Bahn. Ein schlagkräftiger, aber mindestens ebenso vielseitiger Begriff, der seit den 1930er Jahren als Vermarktungsname für Stadt- und Vorortverkehre in Deutschland, später auch in der Schweiz und Österreich, verwendet wurde. In Deutschland existieren heute je nach Zählart 16 bis 19 Netze, die unter diesem Markennamen verkehren. Von Berlin über München und Dresden bis hin zur Ortenau-S-Bahn können dabei ganz unterschiedliche Systeme und Charakteristiken zu beobachten sein. In diesem Video möchte ich euch mitnehmen auf eine Reise durch die verschiedenen S-Bahn-Netze Deutschlands und euch die verschiedenen Arten inklusive einiger Hintergründe aufzeigen. Viel Spaß! Der Begriff S-Bahn wurde erstmals ab 1930 für die Berliner Stadt-, Ring- und Vorortbahn verwendet. Ob sich das S aus dem Begriff Stadtbahn oder Schnellbahn abgeleitet hat, ist nicht unumstritten. S-Bahn ist daher keine Abkürzung im eigentlichen Sinne, sondern hat sich über die Jahrzehnte vielmehr als Eigenname etabliert. Eine S-Bahn bezeichnete in den 1930er Jahren ein Bahnsystem, welches auf eigenen Gleisen unabhängig von anderen Zügen in einem dichten Taktfahrplan verkehrt und die sich mit innerstädtischen Tarifen, die dann auch in U- und Straßenbahn gelten, nutzen lassen. Im Gegensatz zur U-Bahn, die sich als eine Art aufgewertete Straßenbahn bezeichnen lässt, entspringt die S-Bahn dem Eisenbahnnetz und verkehrt abgesehen einiger betrieblicher Besonderheiten, wie dem in Berlin verwendeten anderen Stromsystem oder den meist deutlich steileren Streckenverläufen, grundsätzlich nach denselben Betriebsvorschriften wie die Regional-, Fern- und Güterzüge. Außerdem dienen S-Bahnen nicht nur der innerstädtischen Erschließung, sondern verkehren auch bis in die umliegenden Vororte. Die genauen Unterschiede und Kriterien, die S-, U- und Straßenbahn unterscheiden, haben sich jedoch im Laufe der Jahre in unterschiedlichen Regionen durchaus unterschiedlich entwickelt. Einige Beispiele hierfür werden wir unter anderem auch im Laufe des Films kennenlernen. Nach der ersten S-Bahn in Berlin folgte wenige Jahre später die S-Bahn Hamburg, bei der wie in Berlin vollständig unabhängig gefahren wird und die Stromzufuhr per Stromschiene mit Gleichstrom erfolgt, obwohl sich in dieser Zeit bereits nach und nach die heute noch verwendete Oberleitung mit 15 kV Wechselstrom etablierte. Großer Vorteil der Stromschiene, weswegen sie auch häufig in U-Bahn-Netzen verwendet wird, ist jedoch ein kleineres sogenanntes Lichtraumprofil in Bezug auf Brücken und Tunnel, die sich dann deutlich enger bauen lassen. Neben den beiden Netzen in Berlin und Hamburg gab es bis in die 1970er Jahre nur einzelne S-Bahn-ähnliche Vorortverkehre, zum Beispiel in Stuttgart und im Ruhrgebiet, die jedoch die eben genannten Kriterien nur zum Teil erfüllten und nicht als S-Bahn bezeichnet wurden. In den 70ern legten sich dann auch München, Stuttgart, Frankfurt und die Region Rhein-Ruhr S-Bahn-Netze zu, die sich von den Vorgängern in Berlin und Hamburg in einer Sache grundlegend unterschieden. Um nicht alle Strecken aufwendig umzurüsten oder auf Strecken, auf denen nur ein geringes paralleles Zugaufkommen herrscht, keine extra Gleise bauen zu müssen, entschied man sich, die S-Bahnen wie die restlichen Züge per Strom aus der Oberleitung zu betreiben. Innerstädtisch entstanden in München, Stuttgart und Frankfurt jeweils sogenannte Stammstrecken mit Innenstadttunneln, auf denen sich alle Linien dann zu einem sehr dichten Takt ergänzen. Außerhalb der Stadt, sprich auf dem Weg ins Umland, teilen sich Linien nach und nach auf und verkehren dort so in einem geringeren, im Vergleich zu normalen Regionalzügen jedoch immer noch recht dichten Takt. Außerdem nutzen sie dann häufig auch die Gleise der anderen Züge mit. Dieses Phänomen kann man dabei auch im Zusammenhang mit den Strukturen der Städte und Region erklären. Denn während in Berlin und Hamburg zwar ein sehr großes Stadtgebiet existiert, ist das dortige Umland, der sogenannte Speckgürtel, in diesen Fällen meist recht klein und gerade im Fall von Berlin zum Teil extrem dünn besiedelt. In München, Stuttgart und vor allem in den Regionen Rhein-Main und Rhein-Ruhr hingegen ist das Stadtgebiet an sich zwar deutlich kleiner, dafür existiert rundum ein großer Speckgürtel. Diese S-Bahn-Netze, die aufgrund der Innenstadtstrecken auch als monozentrische Netze bezeichnet werden, dienen somit nicht mehr nur der Erschließung der Stadt selbst, sondern vielmehr auch als Vorort- und Umlandbahn. Das Ruhrgebiet hebt sich davon noch einmal ab
und besitzt bis heute eine einzigartige polyzentrische Struktur aufgrund der städtischen Struktur in dieser Region. Die S-Bahnen dienen hier in erster Linie der attraktiven Verbindung zwischen den einzelnen Großstädten und deren Vororten, während die Funktion der innerstädtischen Vernetzung hier weitestgehend den U-Straßen- und Stadtbahnen vorbehalten bleibt. Ab den 1990er Jahren, als sich vielerorts allmählich eine politische Wende hin zu mehr Mobilität auf der Schiene vollzog, entdeckte die Politik die gute Vermarktbarkeit des Begriffs S-Bahn. Und so schießen seitdem reihenweise S-Bahn-Netze aus der Erde, die zum Teil kaum noch etwas mit den ursprünglichen S-Bahn-Kriterien zu tun haben und im Extremfall lediglich unbezeichnete Regionalbahnen sind. Einige Positiv- und Negativbeispiele werden wir selbstverständlich im Laufe dieser Dokumentation kennenlernen. Allerdings durften sich auch nicht alle dieser Netze das berühmte grüne S-Symbol zulegen. In Deutschland Sinnbild für die S-Bahn-Verkehre. So existieren die Namen Ortenau und Breisgau S-Bahn nur auf dem Papier und in der Vermarktung und das Bremer Netz bezeichnet sich selbst als Regio S-Bahn mit bläulichem Logo. Auch hierzu werden wir im Laufe des Films noch einiges mehr erfahren. S-Bahn-Netze mit dem originalen grünen S, deren Züge dann noch offiziell unter der Zugkarton S-Bahn verkehren, gibt es heute 16 Stück. Zwar besitzt jedes Bundesland, ausgenommen Bremen, wo nur die Regio-S-Bahn verkehrt, mindestens eine S-Bahn-Station. Schleswig-Holstein, Thüringen, Brandenburg und das Saarland sind jedoch nicht her eines der Zentren von S-Bahn-Netzen, heißt, es fahren lediglich Linien anderer Netze in das Bundesland hinein. Als Kriterium zur Bezeichnung als S-Bahn lassen sich heute die folgenden 5 ausmachen. Erstens, ein dichter Taktfahrplan. Zweitens, attraktive Verknüpfungen mit anderen Stadtverkehrsmitteln, sowohl in Bezug auf das Tarifsystem, als auch in Bezug auf Umsteigewege und Verbindungen. Drittens, Züge mit hoher Fahrgastkapazität, guter Beschleunigung und ausreichend Türen für einen schnellen Fahrgastwechsel. Viertens, angepasste und einheitliche Bahnsteigshöhen für ein barrierefreies Ein- und Aussteigen, sowie meist auch barrierefreie Stationen. Fünftens, im Kernbereich von der restlichen Eisenbahn getrennte Trassierungen zur Realisierung eines möglichst dichten Takts sowie einer möglichst hohen Zuverlässigkeit durch Unabhängigkeit vom restlichen Verkehr. Welche Netze wie viele dieser Kriterien wie gut erfüllen, werden wir ebenfalls im Laufe des Films untersuchen. Und damit dann nun genug der Vorrede und Start unserer kleinen Rundreise durch die deutschen S-Bahn-Netze. Grundlegend verläuft unsere Betrachtungsrichtung dabei von der Ur-S-Bahn in Berlin bis hin zu den sehr regionalbahnartigen S-Bahn-Netzen Ortenau und Breisgau. Einzelne Sprünge aufgrund der Erzählstruktur können jedoch durchaus vorkommen, weshalb die Reihenfolge, in der ich euch die S-Bahn-Netze vorstelle, zwar als Tendenz, nicht aber als Rangliste verstanden werden kann. Wir starten jetzt wie angesprochen in der deutschen Bundeshauptstadt Berlin, die mit ihren 3 Millionen Einwohnern die größte Stadt in Deutschland und seit dem Austritt des Vereinigten Königreichs auch die bevölkerungsreichste Stadt der Europäischen Union ist. Hier existiert das älteste S-Bahn-Netz Deutschlands mit aktuell 16 Linien und einer Streckenlänge von 327 Kilometern. Die S-Bahn Berlin verkehrt als einziges deutsches S-Bahn-Netz zu 100% vom Restverkehr getrennt und besitzt ein eigenes Signal-, Zugsicherungs- und Stromsystem, bei der eine Stromschiene mit 750 Volt Gleichstrom von unten bestrichen wird. Neben der von der DB-Tochter S-Bahn Berlin betriebenen S-Bahn existiert in Berlin eine U- und eine Straßenbahn. Trotz der betrieblich starken Unterschiede ähneln sich S- und U-Bahn in der Innenstadt in Bezug auf das Taktsystem sowie die Haltepolitik recht stark. Je weiter man dem Stadtrand kommt, desto größer werden jedoch die Stationsabstände der S-Bahn, die dann im Gegensatz zur U-Bahn auch noch aus der Stadt hinaus ins direkte Umland verkehrt. Charakteristisch im Berliner Netz sind die 3 Innenstadtstrecken, eine in Nord-Süd, eine in West-Ost-Richtung und eine in Form eines Rings. Beginnen wir mit der Nord-Süd-Achse, die sich unter anderem durch den Nord-Süd-Tunnel zwischen den Stationen Nordbahnhof und Anhalter Bahnhof auszeichnet. Hier verkehren die S1 Oranienburg-Berlin-Wannsee, die S2 Bernau-Blankenfelde, die S25 Henningsdorf-Teltow-Stadt und die S26 Weidmannslust-Teltow-Stadt. S1 und S2 verkehren jeweils alle 10 Minuten, nördlich von Frohnau und Buch sowie südlich von Lichtenrade nur noch alle 20 Minuten.
S25 und 26 verkehren jeweils nur alle 20 Minuten und ergänzen sich zwischen Schönholz und Teltow zum 10-Minuten-Takt. Auf dem Abschnitt Bornholmer Straße-Yorkstraße, auf der alle vier Linien verkehren, herrscht somit ein 3-1-Drittel-Minuten-Takt. S2, 25 und 26 bilden darüber hinaus bis Priesterweg einen 5-Minuten-Takt. Ebenfalls alle 3-1-Drittel-Minuten verkehren S-Bahnen auf der sogenannten Stadtbahn zwischen dem West- und dem Ostkreuz. Hier verkehren die Linien S3 Spandau-Erkner, S5 Westkreuz-Strausberg-Nord, S7 Potsdam Hauptbahnhof Ahrensfeld und S9 Spandau-Schönefeld Flughafen. S5 und 7 verkehren in einem 10, S3 und 9 nur im 20-Minuten-Takt mit gemeinsamer Ergänzung von Spandau bis Warschauer Straße zum 10-Minuten-Takt. Auf der S5 herrscht östlich von Hoppegarten nur noch ein 20-Minuten-Takt. Auf der S3 hingegen herrscht zwischen dem Ostbahnhof und Erkner ein 10-Minuten-Takt, der im Berufsverkehr zusätzlich durch viermal weniger haltende S3-Expresszüge zwischen dem Ostbahnhof und Friedrichshagen verstärkt wird. Darüber hinaus startet am Ostkreuz noch die S75 nach Wartenberg im 10-Minuten-Takt. Zuletzt gibt es dann noch die Ringbahn, auf der im 5-Minuten-Takt die S41 im und die S42 gegen den Uhrzeigersinn verkehren. Zu diesem 5-Minuten-Takt hinzu kommen auf Teilabschnitten weitere Linien wie die S45 Südkreuz Berlin-Schönefeld Flughafen und die S46 Westend Königs Wusterhausen, die in einem jeweiligen 20-Minuten-Takt verkehren und sich zum 10-Minuten-Takt ergänzen. Gleiches gilt für die S8 Birkenwerder Zeuthen und die S85 Pankow-Grünau, die ebenfalls in einem jeweiligen 20-Minuten-Takt und einem gemeinsamen 10-Minuten-Takt verkehren. Hinter Schöneweide ergänzen sich zudem die S45 und 9 zum Flughafen zum 10-Minuten-Takt. Ungeachtet davon gibt es noch die im 20-Minuten-Takt verkehrende S27 Hermannstraße-Spindlersfeld. Wichtige Knotenpunkte im Netz sind dabei neben dem West-, Süd- und Ostkreuz sowie Gesundbrunnen auch die Stationen Friedrichstraße, Bornholmer Straße und Schöneweide. Unterwegs sind hier aktuell 3 Fahrzeugtypen. Zum einen lassen sich auf der S46, 47, 85 und teilweise auf der S8 noch die Triebwagen der Baureihe 485 auch als Cola-Dose bekannt beobachten. Sie wurden ab 1987 im Auftrag der Deutschen Reichsbahn gebaut. Es handelt sich also um ehemals Ost-Berliner Fahrzeuge. Das passende Pendant dazu sind die 480er Triebwagen, die ab 1986 für die West-Berliner Linien gebaut wurden und heute alle Leistungen der S45 sowie den Großteil der Leistungen auf der S41, 42 und 8 übernehmen. Alle anderen Linien sind die 481er zuständig, die von 1996 bis 2004 gebaut wurden und dementsprechend auf den Linien S1, 2, 25, 26, 3, 7, 75 und 9 sowie zum Teil auf der S41, 42 und 8 eingesetzt werden. Alle drei Fahrzeugtypen sind theoretisch für 100 km/h zugelassen. Aufgrund etlicher Probleme, unter anderem mit dem Bremssystem, dürfen die 481er aktuell grundsätzlich nur 80 km/h schnell fahren. Bevor wir die S-Bahn Berlin hinter uns lassen, werfen wir noch einen Blick auf die Erfüllung der S-Bahn-Kriterien. Kriterium Nr. 1 ist in Berlin wie in kaum einem anderen Netz erfüllt. Wohlgemerkt gibt es im gesamten Netz nicht einen Abschnitt, auf dem nicht in der Regel alle 20 Minuten gefahren wird.
Auch die Verknüpfung mit anderen Verkehrsmitteln ist gut. Punkt 3 und 4 sind ebenfalls gut erfüllt. Und in Punkt 5 ist Berlin, wie eingangs erwähnt, ohnehin Vorreiter. Insgesamt also eine S-Bahn, wie sie im Buche steht. Auf den ersten Blick ähnlich ist die S-Bahn in Deutschlands zweitgrößter Stadt, Hamburg, aufgebaut, die ebenfalls eine Stromschiene verwendet, allerdings eine mit 1200 Volt Gleichstrom, die seitlich bestrichen wird. Seit 2007 erfolgt außerdem in Hamburg-Neugraben ein Systemwechsel, bei dem die S-Bahnen auf das Eisenbahnnetz mit 15 kV Wechselstrom aus der Oberleitung wechseln. In Zahlen ist das Netz mit 4 Grund- und 2 Verstärkerlinien sowie einer Streckenlänge von 144 Kilometern deutlich kleiner als das Netz in Berlin. Es wird ebenso von einer DB-Tochter betrieben, die den Namen S-Bahn Hamburg trägt. Es verfügt über zwei charakteristische Innenstadtstrecken zwischen dem Hauptbahnhof von Altona, einmal durch den Citytunnel und einmal über die sogenannte städtische Verbindungsbahn. Das Liniensystem ist denkbar einfach gestaltet. Züge mit einstelliger Liniennummer verkehren durch den Tunnel und solche mit zweistelliger über die Verbindungsbahn. Alle 10 Minuten verkehrt die S1 zwischen Blankenese und dem Flughafen. Jeder zweite Zug startet zum einen bereits in Wedel und besitzt zum anderen einen Zugteil nach Poppenbüttel, der in Ohlsdorf abgekuppelt wird. Im Berufsverkehr verkehren alle S1er bereits ab Wedel und mit Zugteil nach Poppenbüttel. Zusätzlich verkehrt dann noch die S11 zwischen Blankenese und Poppenbüttel im 10-Minuten-Takt, die S1 auf den gemeinsamen Abschnitten zum 5-Minuten-Takt ergänzt und infolge der zweistelligen Liniennummer über die Verbindungsbahn verkehrt. Ebenfalls alle 10 Minuten verkehrt die S21 zwischen Elbgaustraße und Bergedorf bzw. alle 20 Minuten weiter bis Aumühle. Auch hier kommt im Berufsverkehr eine Verstärkerlinie, die S2 Altona-Bergedorf hinzu, die durch den Citytunnel verkehrt und die S21 zum 5-Minuten-Takt verdichtet. Die S3 verkehrt alle 10 Minuten zwischen Pinneberg und Hamburg-Neugraben. Alle 20 Minuten geht es weiter nach Stade. Im Berufsverkehr wird zudem auch bis Buxtehude alle 10 Minuten gefahren. Die Verstärkerlinie der S3 ist logischerweise die S31, die allerdings sogar täglich verkehrt. Sonntags verkehrt sie nur zwischen Altona und dem Berliner Tor, sonst zwischen Altona und Hamburg-Harburg-Rathaus sowie im Berufsverkehr weiter bis Neugraben. Auch sie verkehrt im 10-Minuten-Takt und ergänzt die S3 zu einem gemeinsamen 5-Minuten-Takt. Insgesamt ergibt sich so auf Verbindungsbahn- und Tunnelstrecke außerhalb des Berufsverkehrs jeweils ein 5 und im Berufsverkehr ein 3/1-Minuten-Takt. Hinzu kommt auch in Hamburg noch eine U-Bahn, die etliche weitere Stadtteile anbindet und zum Teil sogar über Land bis Ahrensdorf verkehrt. Die S-Bahn Hamburg ist zwar wie die in Berlin hauptsächlich ein innerstädtisches Verkehrsmittel, die Strecken nach Stade sowie die in Zukunft geplanten nach Emshorn und Bad Oldesloe tragen jedoch den Charakter einer Vorort- und Umlandbahn. Zum Einsatz kommen Stand heute 3 verschiedene Fahrzeugtypen. Der älteste ist die Baureihe 472, die ab 1974 gebaut wurde. Von der Technik und auch vom Sound her ähnelt sie der Baureihe 420, zu der wir später noch kommen. Der Innenraum wurde um die Jahrtausendwende modernisiert und präsentiert sich in einem zeitgemäßen Erscheinungsbild. Bis 2018 übernahm sie alle Leistungen der S11, 2 und 21. Seitdem gehen die Einsätze immer weiter zurück. Stand Anfang 2020 kommen sie nur noch auf der S11 regelmäßig zum Einsatz, Tendenz weiter sinkend. Hingegen auch langfristig sollen die ab 1996 gebauten 474er eingesetzt werden. Im Jahr 2007 wurden noch einmal weitere Fahrzeuge ausgeliefert und bereits bestehende umgerüstet, die seitdem für einen Mehrsystembetrieb auf der S3 geeignet sind. Ganz neu sind die Triebwagen der Baureihe 490, die seit 2013 gebaut wurden und die 472er aktuell Schritt für Schritt ersetzen. Sie sind alle von Anfang an mehrsystemfähig und kommen aktuell auf der S2, 21 und zum Teil auch bereits auf der S3 zum Einsatz.
472 und 474 wie die Berliner Triebwagen nur 100 km/h schnell fahren dürfen, ist die Baureihe 490 für 140 km/h zugelassen. Auch in Hamburg sind alle 5 geforderten S-Bahn-Kriterien beispiellos erfüllt. Im Gegensatz zu Berlin ist das Hamburger S-Bahn-Netz bereits annähernd monozentrisch. Ein monozentrisches Netz, wie es im Buche steht, finden wir jedoch in der nach Berlin und Hamburg drittgrößten Stadt Deutschlands, der bayerischen Landeshauptstadt München, die seit 1972 ein S-Bahn-Netz ihr eigen nennen darf. Charakteristisch ist hier die Stammstrecke zwischen Pasing und dem Ostbahnhof, die ab der Donnersberger Brücke bis auf die Verstärkerlinie S20 von allen Linien befahren wird und auf der ein 2-Minuten-Takt herrscht. Das ist der dichteste Takt einer deutschen Eisenbahnstrecke und ist nur durch die Verwendung des sonst auf Hochgeschwindigkeitsstrecken verwendeten Zugsicherungssystems LZB möglich. Ansonsten zählt das Netz 7 Grund- und eine Verstärkerlinie und ist in einer Streckenlänge von 434 Kilometern größer als das Netz der S-Bahn Berlin. Das liegt jedoch nicht zuletzt auch an der anderen Ausrichtung der S-Bahn, die abgesehen von der Stammstrecke größtenteils kein innerstädtisches, sondern ein Vorort- und Umlandverkehrsmittel darstellt, was entsprechend zu längeren Linienläufen führt. Betrieben wird das Netz von der DB Regio AG. Anders als in Hamburg und Berlin ist das Netz nicht von der restlichen Eisenbahn unabhängig und ist daher in aller Hinsicht mit dem normalen Netz kompatibel. Lediglich für die zum Teil sehr steile und enge Tunnelstrecke ist eine gesonderte Zulassung der Fahrzeuge erforderlich. Auf den Strecken nach Mammendorf, Gauting, Grafing und Petershausen besitzt die S-Bahn eigene Gleise neben der Fernbahn. Nach Geltendorf, Tutzing, Freising, Markt Schwaben und Holzkirchen teilt sie sich mit dem übrigen Verkehr die Strecke. Die Strecken zum Flughafen, nach Herrsching und zum Bahnhof Kreuzstraße werden hingegen ausschließlich von der S-Bahn angefahren. Alle 20 Minuten verkehren die S1 zwischen dem Flughafen und dem Ostbahnhof, die S2 zwischen Dachau und Markt Schwaben, die S3 zwischen Maisach und Deisenhofen, die S4 zwischen Buchenau und Trudering, die S6 zwischen Starnberg und Grafing, die S7 zwischen Höllriegelskreuth und Höhenkirchen-Siegertsbrunn und die S8 zwischen Herrsching und dem Flughafen. Zweimal pro Stunde in einem 20-40-Minuten-Takt besitzt die S1 einen Zugteil aus Freising. Die S2 kommt zweimal pro Stunde aus Petershausen und einmal pro Stunde aus Altomünster und verkehrt alle 20-40 Minuten weiter bis Erding. Ebenfalls im 20-40-Minuten-Takt verkehrt die S3 bereits ab Mammendorf und weiter bis Holzkirchen, die S4 bereits ab Geltendorf, die S6 bereits ab Tutzing und bis Ebersbach und die S7 bereits ab Wolfratshausen und bis Aying. Nur alle 60 Minuten verkehrt die S7 über Aying hinaus bis Kreuzstraße. Im Berufsverkehr werden die S2, 3 und 8 sogar zum 10-Minuten-Takt verdichtet. Die S2 verkehrt dann bis Dachau alle 10 Minuten, nach Petershausen alle 20 und nach Altomünster alle 30 Minuten, wobei in Dachau dann zum Teil auch Zugteilungen stattfinden. In der Gegenrichtung endet der 10-Minuten-Takt am Ostbahnhof, bis Erding wird jedoch im Berufsverkehr durchgehend alle 20 Minuten gefahren. Auf der S3 wird im Berufsverkehr alle 20 Minuten zwischen Mammendorf und Holzkirchen sowie alle 10 zwischen Maisach und Deisenhofen fahren. Die S4 verkehrt dann über Trudering hinaus bis Grafing und zum Teil sogar nach Ebersberg, wobei damit die S6 zum 10-Minuten-Takt verdichtet wird, die ihrerseits dann immer in Tutzing startet. Auf der S7 starten in der HVZ alle Züge in Wolfratshausen, auf dem Abschnitt zur Kreuzstraße ändert sich am Takt jedoch nichts. Auch die S8 verkehrt weitestgehend unabhängig, allerdings zwischen Germering und Pfaffenhofen und dem Ostbahnhof alle 10 Minuten. Zuletzt gibt es in der HVZ noch die S20 von Höllriegelskreuth nach Pasing und zum Teil darüber hinaus bis nach Buchenau, Grafrath oder sogar Geltendorf, die als einziges nicht über die Stammstrecke verkehrt. Seit 2004 verkehren im Netz ausschließlich die 140 km/h schnellen Elektrotriebwagen der Baureihe 423, Baujahr 1998. Sie sind zwar technisch mit den Zügen des Regionalverkehrs verwandt, mit zahlreichen Türen und einer hohen Einstiegshöhe, jedoch speziell für den S-Bahn-Verkehr konzipiert. Zuvor verkehrten die ebenfalls speziell für den S-Bahn-Einsatz gefertigten 420er, die wegen einem Fahrzeugmangel nach Erweiterungen am Netz seit 2014 wieder zum Einsatz kommen. Die modernisierten Fahrzeuge der erst in den 90er Jahren gebauten letzten Auslieferungsserie dieser Baureihe
kamen zunächst nur außerhalb des Tunnels auf der S20, dann zumindest am Wochenende auch auf der S4 und seit letztem Jahr nach einer Nachrüstung des LZB-Zugsicherungssystems auch von Montag bis Freitag auf der Stammstrecke zum Einsatz. So übernehmen neben der S20 einzelne Leistungen auf der S2, 4 und 8. Der gesamte restliche Verkehr wird wie angesprochen von den 423ern erbracht. Diese werden seit 2018 nach und nach alle modernisiert und mit einer sehr offenen Sitzlandschaft ausgestattet, die dann eine noch höhere Stehplatzkapazität aufweist. Und damit jetzt wieder der Blick auf die S-Bahn-Kriterien. Mit dem innerstädtischen 2 und dem außerstädtischen meist 20, zum Teil sogar 10-Minuten-Takt, ist Punkt 1 definitiv erfüllt. Auch die Punkte 2, 3 und 5 sind ohne große Kritik erfüllt. Punkt 4 führt hier wie bei vielen danach kommenden Netzen allerdings zu Problemen. Denn auf den auch von anderen Zügen befahrenen Strecken, zum Beispiel nach Geltendorf und Freising, können wegen den parallel verkehrenden Zügen nicht die 1 Meter hohen S-Bahn-Bahnsteige verbaut werden, sodass auf diesen Strecken kein barrierefreier Einstieg möglich ist. Langfristig entsteht in München noch eine zweite Stammstrecke. Es soll dann auch deutlich längere, zum Teil als S-Bahn-Express verkehrende Linien geben. Zwar ist Halt an allen Unterwegsbahnhöfen keine meiner Liste zu findendes Kriterium, dennoch ist ein S-Bahn-Express prinzipiell gesehen eigentlich ein Widerspruch. Insofern wird die künftige Entwicklung in und um München zweifelsohne noch interessant werden. Ein dem Münchner Netz sehr ähnliches Netz finden wir in der baden-württembergischen Landeshauptstadt Stuttgart. Auch hier existiert ein monozentrisches Netz mit zentraler Innenstadtstammstrecke, die vor dem aktuell noch als Kopfbahnhof angelegten Hauptbahnhof unter die Erde abtaucht. Besonderheit und eindeutiges Charakteristikum des Netzes sind die im Tunnel an der Schwabstraße endenden Züge, die in einer Wendeschleife wenden. Zwischen dem Hauptbahnhof und der Schwabstraße herrscht ein 2,5-Minuten-Takt, der sich im Gegensatz zum 2-Minuten-Takt in München mit der herkömmlichen Zugsicherung PZB realisieren lässt. Das Streckennetz bringt es auf eine Gesamtlänge von 215 Kilometern. Während in Berlin, Hamburg und München immer im 10, 20, 20, 40 oder 60 Minuten Takt gefahren wird, sind die Stuttgarter Linien im 60, 30 oder 15 Minuten Takt unterwegs. Es gibt 7 Linien, die alle über die Stammstrecke verkehren, auch eine Stuttgarter Spezialität. Es existieren die S1 Kirchheim-Teck-Herrenberg, S2 Schorndorf-Filderstadt, S3 Backnang-Flughafen, S4 Backnang-Schwabstraße über Ludwigsburg, S5 Bietigheim-Bissingen-Schwabstraße, S6 Weil-der-Stadt-Schwabstraße und S60 Böblingen-Schwabstraße über Renningen und Leonberg. Grundsätzlich wird im 30-Minuten-Takt gefahren. Die S1 verkehrt jedoch samstags zwischen Esslingen und Schwabstraße, Montag bis Freitag außerhalb der HVZ zwischen Plochingen und Schwabstraße und in der HVZ zwischen Plochingen und Herrenberg im 15-Minuten-Takt. Die S2 und S3 verkehren von Montag bis Freitag im Berufsverkehr zwischen Backnang bzw. Schorndorf und Stuttgart-Vaihingen im 15-Minuten-Takt. S4 und 5 sowie S6 und S60 ergänzen sich auf den gemeinsamen Streckenabschnitten zum 15-Minuten-Takt, besitzen jedoch keine Verstärkertakte. An dieser Stelle übrigens noch eine Anmerkung. Denn ab der S-Bahn Stuttgart ist der Takt auf den S-Bahn-Strecken stets gering genug, dass es mir möglich ist, auf den Karten mit einer Strichdicke zu arbeiten, die sich in allen kommenden S-Bahn-Netzen stets vergleichen lässt. Bedeutet konkret, dass bei selbigen Takt der Strich in Stuttgart auf der Karte genauso dicht dargestellt werden wird, wie auch schlussendlich bei der Breisgau-S-Bahn. So dass ihr einfache Vergleichsmöglichkeiten habt. Lediglich in Berlin, Hamburg und München war dies aus darstellungstechnischen Gründen leider nicht möglich. Zusammen mit der S-Bahn Köln ist die S-Bahn Stuttgart das einzige Netz mit Stammstrecke, bei dem diese von ausnahmslos allen Linien befahren wird. Zum Einsatz kommen auf den Linien S4, 5, 6, 60 sowie den S1 Verstärkern, kurz gesagt allen Zügen, die an der Schwabstraße enden, die Triebwagen der Baureihe 423,
die hier bereits seit 2014 ein Redesign erhalten haben, bei dem jedoch anders als in München der Grundaufbau unverändert blieb. Zum anderen verkehren auf der S2, 3 sowie den S1 Haupttakten die erst seit 2014 gebauten Triebwagen der Baureihe 430, die wie die 423 140 km/h schnell fahren können und eine vergleichbare Ausstattung besitzen. Kommen wir zu den Kriterien. Kriterium 1 gilt auch hier aufgrund des überall mindestens herrschenden 30-Minuten-Takts sowie der dichten innerstädtischen Takte definitiv als erfüllt. Die Punkte 2, 3 und 5 sind wie in München ebenfalls ohne weiteres erfüllt. Punkt 4 bereitet wie in München zum Teil Probleme und ist hier aufgrund des im Vergleich zu München geringeren Anteils eigener Strecken selbst bei gutem Willen nur noch zum Teil erfüllt. Trotzdem verdient die S-Bahn Stuttgart ohne weiteres ihren S-Bahn-Namen. Ebenfalls sehr ähnlich ist die S-Bahn Rhein-Main, die prinzipiell auch monozentrisch ist mit einem Innenstadttunnel in Frankfurt. Da das Rhein-Main-Gebiet jedoch neben Frankfurt noch 5 weitere Großstädte besitzt, sind die Linien nicht nur für einen reinen Zulaufverkehr auf Frankfurt ausgelegt, sondern verbinden zudem auch die Städte untereinander. So verwundert es auch nicht, dass zum Beispiel in Offenbach noch ein zweiter Innenstadttunnel existiert. Das Netz ist insgesamt 303 Kilometer lang und damit nach München und Berlin das bis jetzt drittgrößte, welches wir uns angeschaut haben. Es verkehren 9 Linien. S1 Rödermark-Oberroden-Wiesbaden Hauptbahnhof, S2 Dietzenbach-Bahnhof-Niedernhausen, S3 Darmstadt-Hauptbahnhof-Bad Soden, S4 Langen-Kronberg, S5 Frankfurt-Süd-Friedrichsdorf, S6 Frankfurt-Süd-Friedberg, S7 Frankfurt-Hauptbahnhof-Riedscheid-Gordelau, S8 Offenbach-Ost-Wiesbaden-Hauptbahnhof und S9 Hanau-Hauptbahnhof-Wiesbaden-Hauptbahnhof. Sie fahren alle grundsätzlich im 30-Minuten-Takt. Dabei bilden S3 und 4 sowie S8 und 9 ein Linienpaar, das sich auf den gemeinsamen Streckenabschnitten Langen-Niederhöchstadt und Bischofsheim-Offenbach-Ost jeweils zu einem 15-Minuten-Takt ergänzt. Die S8 fährt dabei zudem im Berufsverkehr noch über Offenbach hinaus ebenfalls nach Hanau und die S4 startet sonntags erst in Frankfurt Süd anstatt in Langen. Auch auf anderen Strecken existieren jedoch 15-Minuten-Takte. Von Montag bis Samstag ganztägig verkehrt die S5 zwischen Frankfurt Süd und Bad Homburg durchgehend viertelstündig. Nur von Montag bis Freitag ganztägig ist die S6 zwischen Frankfurt Süd und Großkaben im Viertelstundentakt unterwegs. Und ebenfalls von Montag bis Freitag, allerdings nur im Berufsverkehr, sind die S1 zwischen Rödermark-Oberroden und Flörsheim und die S2 auf dem kompletten Linienweg zum Viertelstundentakt verdichtet. Jeder zweite S1-Zwischentakt fährt über Flörsheim hinaus bis Hochheim. Außerdem verkehrt die S1 auch samstags zwischen Offenbach-Ost und Frankfurt-Höchst vereinzelt darüber hinaus bis Hochheim viertelstündig. Des Weiteren gibt es von Montag bis Freitag im Berufsverkehr noch S8 Verstärker zwischen dem Frankfurter Hauptbahnhof und dem Flughafen bzw. Kelsterbach, die in der Regel zweimal pro Stunde verkehren. Insgesamt ergibt sich so im Citytunnel zwischen dem Hauptbahnhof und der Station Ostendstraße ein 2,5-Minuten-Takt, bei dem immer abwechselnd S-Bahnen der beiden Relationen Frankfurt-West-Frankfurt-Süd und Frankfurter Hauptbahnhof Offenbach-Ost verkehren, die dann jeweils im 5-Minuten-Takt befahren werden. Zum Einsatz kommen genau wie in Stuttgart 423er und 430er Triebwagen, deren Inneneinrichtung der in Stuttgart nicht nur ähnlich, sondern nahezu identisch ist. Die 423 verkehren auf der S2 bis S6 die 430 auf der S1, 8 und 9 sowie aktuell noch auf der S7. Hier sollen jedoch Mitte oder Ende 2020, vielleicht auch erst 2021, modernisierte 425er den Betrieb übernehmen, die bereits heute auf den Flughafenverstärkern verkehren. Diese Änderung ist zwar eigentlich im Zuge der derart vielen S-Bahn-Netze, die wir gerade anschauen, eine Kleinigkeit, doch eine Betrachtung ist hier durchaus interessant. Die 425er sind nämlich Fahrzeuge, die normalerweise eher im Regionalverkehr eingesetzt werden und dementsprechend eine niedrigere Fußbodenhöhe und weniger Türen besitzen. Die Fahrzeuge dürfen so auch nicht mehr in den Frankfurter Stammstreckentunnel fahren, lösen jedoch auf der S7, die keinerlei eigene Gleise besitzt, das Problem der bei den 430ern zu hohen Einstiegshöhe. Auch interessant ist die im Zuge des S-Bahn-Einsatz extra ausgebaute Toilette bei den 425ern. Auch hier sind die Fahrzeuge, also wenn auch in geringerem Maße, speziell für die S-Bahn-Bedürfnisse angepasst.
Das Frankfurter Netz wird wie das in Stuttgart und München von der DB Regio betrieben. Damit wechseln wir zu den S-Bahn-Kriterien. 1, 2, 3 und 5 sind wieder selbstredend erfüllt, wobei zu Punkt 5 erwähnt sei, dass die S-Bahn Rhein-Main im Vergleich zu Stuttgart und München einen geringeren Anteil an eigenen Trassen besitzt und zum Teil auch auf stark ausgelasteten Strecken im Mischbetrieb verkehrt. Dennoch ist der Kernbereich über die Hälfte der Strecken getrennt trassiert und das Gesamtergebnis ist daher akzeptabel. Punkt 4 ist wie in München und Stuttgart nur in Teilen erfüllt. Unterm Strich lässt sich dennoch auch hier von einem verdienten S-Bahn-Netz sprechen. Und falls ihr euch langweilt, dieses Fazit, bei dem alle Kriterien fast oder nahezu fast erfüllt sind, wird in diesem Video jetzt zum letzten Mal zu hören sein. Zur selben Zeit wie in München, Stuttgart und Frankfurt entstand auch im Ruhrgebiet ein S-Bahn-Netz, die S-Bahn Rhein-Ruhr. Aufgrund der Struktur des Ruhrgebiets mit zahlreichen verzahnten Großstädten ist die S-Bahn Rhein-Ruhr das perfekteste Beispiel für ein sogenanntes polyzentrisches Netz. 4 Linien um Köln werden dabei seit 2005 auch separat als S-Bahn Köln bezeichnet und mit einem eigenen Fahrzeugpool betrieben. Beide Netze zusammen, also Rhein-Ruhr und Köln, bringen es auf 671 Kilometer Streckenlänge und sind damit das zweitgrößte Netz Deutschlands. Eine getrennte Darstellung beider Netze ist aufgrund der ineinander verzweigten Linien schwer darstellbar. Zur S-Bahn Rhein-Ruhr werden insgesamt 11 Linien gezählt, zur S-Bahn Köln 4. Das Netz ist wie angesprochen polyzentrisch, ausgehend von den Knotenpunkten Düsseldorf, Essen, Dortmund, Wuppertal sowie selbstverständlich auch Köln. Die S-Bahn Köln an sich ist dabei monozentrisch auf Köln ausgerichtet und besitzt zwischen Köln-Hansaring und Köln-Messe-Deutz eine kleine Stammstrecke. In Düsseldorf gibt es zudem sternförmig 4 stammstreckenähnliche Strecken bis Neuss, Oberbilk, Gerresheim und Wehrhahn, auf denen auch ein dichter Takt herrscht. Ähnliches gibt es in Essen zwischen dem Westbahnhof und Steele sowie im Wuppertal zwischen Vohwinkel und Oberbarmen. Richtige Stammstrecken, wie wir sie bei den bisherigen Netzen beobachten konnten, sind das aber bei weitem nicht. Aufgrund des polyzentrischen Aufbaus ist das Netz nicht nur groß, sondern auch sehr weiträumig, weshalb der S-Bahn hier ein anderer Stellungswert zukommt. Im Vordergrund steht hier nicht nur der Vorort- oder der Innenstadtverkehr einzelner Strecken, sondern vielmehr die Erschließung zwischen den Städten einschließlich des Zwischenraums. Daher besitzen die 4 verkehrenden Linien verhältnismäßig lange Linienläufe und auch verhältnismäßig lange Stationsabstände. Deshalb entpuppten sich die in München, Stuttgart und Frankfurt als Erfolgsmodell geltenden 420er hier als wenig erfolgreich und es wurden stattdessen X-Wagen-Garnituren beschafft. Diese besitzen zwar weiterhin viele, jedoch im Verhältnis zu den S-Bahnen Berlin, Hamburg, München etc. weniger Türen und einige Komfortmerkmale mehr, wie zum Beispiel ein WC. Außerdem ist die Beschleunigung bei diesen lokbespannten Zügen spürbar schlechter. Dennoch handelt es sich auch hier weiterhin um spezielle S-Bahn-Konstruktionen, die so nicht im restlichen Regionalverkehr eingesetzt werden. Ab 2009 wurden diese X-Wagen dann durch die Baureihe 422 ersetzt, die den Baureihen 423 und 430 ähnelt und so im Gegensatz zu den X-Wagen wieder mehr Türen, eine bessere Beschleunigung, aber zum Beispiel kein WC mehr besitzt. Seit 2014 wurden diese 422er wiederum auf manchen Linien durch andere Fahrzeuge ersetzt, sodass heute auch etliche im Regionalverkehr verkehrenden Fahrzeuge hier mit zum Einsatz kommen. Auf der S-Bahn Köln verkehren schon seit Anfang der 2000er ausschließlich reine S-Bahn-Fahrzeuge der Baureihe 423 und mittlerweile sogar wieder 420er. Auch wenn das Netz ursprünglich, wie bei den bisher vorgestellten, aus einer Hand und mit einem relativ einheitlichen Fahrzeugpool betrieben wurde, hat es sich inzwischen dank diverser Ausschreibungen in seine Einzelteile zerlegt und ist eines der vielschichtigsten Netze Deutschlands, wie wir gleich auch noch sehen werden. Bevor wir weiter auf diesen bunten Betreiber- und Fahrzeugeinsatz eingehen, blicken wir erst einmal auf das Liniennetz. Die S1 als längste Linie verbindet alle 30 Minuten Dortmund über Bochum, Essen, Mülheim, Duisburg und Düsseldorf mit Solingen. Zwischen Dortmund und Essen herrscht ein 15-Minuten-Takt, zwischen Duisburg und Solingen ein 20-Minuten-Takt.
Während bei einem 15-Minuten-Takt einfach doppelt so viele Züge beim 30-Minuten-Takt fahren, wird die Kompatibilität zwischen 30- und 20-Minuten-Takt in Duisburg nur dadurch hergestellt, dass ein Zug pro Stunde immer einen 10-minütigen Aufenthalt einlegt. Am Wochenende wird die gesamte Strecke ausschließlich alle 30 Minuten gefahren. Die S2 verkehrt ebenfalls grundsätzlich alle 30 Minuten von Dortmund nach Herne und von dort immer im Wechsel, also im 60-Minuten-Takt, nach Essen und Recklinghausen. Zwischen Dortmund Hauptbahnhof und Dortmund Mengede verkehrt sie dabei von Montag bis Freitag sogar alle 15 Minuten. Die S3 verkehrt alle 30 Minuten zwischen Hattingen Mitte und Oberhausen Hauptbahnhof. Die S4 alle 30 Minuten zwischen Dortmund-Lütgendortmund und Unna, wobei im Berufsverkehr zwischen Lütgendortmund und Unna-Königsborn ein 15-Minuten-Takt angeboten wird. Die S5 verkehrt alle 30 Minuten zwischen Dortmund und Witten und alle 60 Minuten darüber hinaus bis Hagen Hauptbahnhof. Die S6 verkehrt alle 20 Minuten von Essen Hauptbahnhof über Düsseldorf nach Köln-Nippes, beziehungsweise in der Hauptverkehrszeit sogar weiter bis nach Köln-Worringen. Sonntags herrscht auf der gesamten Strecke nur ein 30-Minuten-Takt. Samstags herrscht zwischen Essen und Düsseldorf ein 30, zwischen Düsseldorf und Köln jedoch ein 20-Minuten-Takt, wobei dann wie bei der S1 in Duisburg immer ein Zug pro Stunde 10 Minuten in Düsseldorf Standzeit hat. Die S7 verkehrt alle 20, am Wochenende nur alle 30 Minuten, zwischen Wuppertal und Solingen über Remscheid. Die S8 verkehrt zwischen Mönchengladbach und Hagen. Während zwischen Mönchengladbach und Wuppertal-Oberbarmen von Montag bis Freitag ein 20 und am Wochenende ein 30-Minuten-Takt herrscht, wird die Strecke nach Hagen nur alle 60 Minuten befahren. Die S9 verkehrt alle 30 Minuten vom Wuppertaler Hauptbahnhof nach Bottrop und darüber hinaus immer im Wechsel nach Haltern am See und Recklinghausen im jeweiligen Stundentakt. Außerdem fährt ein Zug pro Stunde auch immer bei Wuppertal hinaus bis Hagen und ergänzt dort die S8 zum Halbstundentakt. Hinzu kommt die S28, die alle 20 Minuten, am Wochenende alle 30 Minuten, zwischen Karstersee und Mettmann-Stadtwald verkehrt, sowie die nur in der HVZ alle 20 Minuten verkehrende S68 Langenfeld-Wuppertal-Vohwinkel. Hinzu kommen die angesprochenen vier Linien der S-Bahn Köln. Die S11 ist unterwegs zwischen Düsseldorf Flughafen Terminal und Bergisch Gladbach, von Montag bis Freitag alle 20, sonntags alle 30 Minuten und samstags zwischen Düsseldorf Flughafen und Dormagen alle 30, zwischen Dormagen und Bergisch Gladbach hingegen alle 20 Minuten unterwegs, mit den uns schon bekannten Folgen eines 10 Minuten Aufenthalts in Dormagen. Die S12 verkehrt alle 20, sonntags nur alle 30 Minuten, zwischen Köln-Ehrenfeld und Hennef, sowie alle 60 Minuten weiter bis Au. In der HVZ starten zudem alle Züge bereits in Horm. Zum 10-Minuten-Takt wird das Angebot von der S13 bzw. 19 verdichtet, die alle 20 Minuten zwischen Sindorf und Troisdorf verkehrt, mit Abstecher über Köln-Bonn Flughafen. Im 2040, in der HVZ im durchgehenden 20-Minuten-Takt, starten die Züge dabei bereits in Düren. Zudem verkehren die meisten über Troisdorf hinaus bis Hennef und alle 60 Minuten weiter bis Au. Alle Züge, die in Troisdorf enden, heißen S13, alle darüber hinaus fahrenden S19. Ohne jeglichen Zusammenhang hierzu verkehrt zwischen Bonn und Euskirchen noch alle 20 Minuten die S23, die jedoch mit ganz normalen Regiofahrzeugen der Baureihe 620 verkehrt und bei der kein nennenswerter S-Bahn-Ausbau oder dergleichen stattfand. Mehr Ähnlichkeit mit einer S-Bahn hat da eher die RB25 Köln-Hansaring-Lüdenscheid, die in Köln sogar über die Stammstrecke verkehrt. Auch sonst gibt es im Ruhrgebiet einige Strecken mit S-Bahn-ähnlichem Betrieb, die zum Teil jedoch nicht einmal elektrifiziert sind. Doch fehlende Elektrifizierung scheint im Ruhrgebiet kein Grund gegen eine S-Bahn zu sein, denn sowohl die S7 als auch die S28 verkehren zum Teil auf nicht elektrifizierten Strecken. Die S7 wird von Abellio Rail mit Lindtriebwagen der Baureihe 648 betrieben, die weder viele Türen, starke Beschleunigung oder eine hohe Fahrgastkapazität besitzen. Diese tragen im Übrigen nicht einmal eine S-Bahn-Rhein-Ruhr-Aufschrift. Andererseits ist der hier anzutreffende 20-Minuten-Takt im Vergleich zu Teilstrecken der S5 und S9 sogar ziemlich gut und S-Bahn-getreu. Gleiches gilt für die S28, auf der die Regiobahn mit Triebwagen der Baureihe 643 auch als Talent bekannt verkehrt. Auch diese ähneln nicht wirklich dem, was man von S-Bahn erwartet, der Streckenausbau und der Takt sind jedoch durchaus S-Bahn-getreu.
wobei hier auch in den kommenden Jahren eine Elektrifizierung geplant ist. Das restliche Netz teilt sich in mittlerweile 4 Teilnetze auf. Die Linien 1 und 4 werden von der DB Regio mit modernisierten Triebwagen der Baureihe 422 betrieben, die sich außen weiß-grün und innen bunt präsentieren. Auch die DB Regio und ebenfalls Triebwagen der Baureihe 422 trifft man auch auf der S6 und 68 an, allerdings hier im unmodernisierten Zustand. Auf den Linien 2, 3 und 9 hingegen ist Abellio Rail unterwegs, die hier FLIRT 3XL-Triebwagen einsetzt. Sie tragen wie die modernisierten 422er eine spezielle S-Bahn-Lackierung und besitzen im Vergleich zu jenen FLIRT 3ern des normalen Regionalverkehrs auch eine S-Bahn-spezifische Ausstattung, zum Beispiel mit mehr Türen. Doch dieses Argument ist schnell wieder entkräftigt, wenn man bedenkt, dass 1:1 dieselben Fahrzeuge einschließlich der speziellen S-Bahn-Lackierung auch auf etlichen RB- und RE-Linien im Ruhrgebiet eingesetzt werden. Wir haben es hier daher erstmals nicht mehr mit einem S-Bahn-Fahrzeugpark zu tun, der sich klar von dem des Regionalverkehrs abgrenzt. Ähnlich sieht es auf den von DB Regio betriebenen Linien S5 und S8 aus, auf denen ebenfalls Fahrzeuge, die man aus dem Regionalverkehr kennt, zum Einsatz kommen, in Form von Goradia Continental-Triebwagen der Baureihe 1440. Auch hier zwar mit mehr Türen als üblich, doch der Regionalverkehrseindruck bleibt. Außerdem besitzen sowohl die FLIRT 3 XL als auch die 1440 eine im Vergleich zu reinen S-Bahn-Triebwagen niedrigere Fußbodenhöhe, was zu Stufen im Fahrzeug führt, sowie zu schlechter Kompatibilität mit den 422ern und 423ern. Auf den Linien der S-Bahn Köln kommen nämlich noch reine S-Bahn-Fahrzeuge der Baureihe 423 zum Einsatz. Auf der S12 ist von Montag bis Freitag auf etwa einem Drittel der Umläufe auch noch 420er. Kommen wir zu den S-Bahn-Kriterien. Punkt 1 ist prinzipiell zwar noch relativ gut erfüllt, wobei es hier im Vergleich zu allen bisher vorgestellten und einigen der noch kommenden Netze, abgesehen vom Abschnitt Köln-Hansaring-Köln-Messe-Deutz, keinen Abschnitt mit einem dichteren Takt als 10 Minuten gibt. Ein innerstädtischer Verkehr, der was Takt- und Stationsabstand betrifft, Ähnlichkeit mit einer U-Bahn aufzuweisen hat, existiert hier nicht. Auch Punkt 2 wird nur noch eingeschränkt erfüllt, da das S-Bahn-Netz durch insgesamt 2 Tarifgebiete verkehrt, die in Teilen auch durchaus unkompatibel sind. Punkt 3 ist linienabhängig. So erfüllen die 420, 22 und 23 die Kriterien vollständig und die 1429 und 1440 nahezu vollständig. Die 643 und 648er verfehlen sie jedoch komplett. Aufgrund der zahlreichen unterschiedlichen Einstiegs- und Bahnsteigshöhen ist auch Punkt 4 nur sehr mittelmäßig erfüllt. Punkt 5 hingegen kann sich durchaus sehen lassen, denn sowohl die S-Bahn Rhein-Ruhr als auch die S-Bahn Köln können sich mit einem recht hohen Anteil eigener Gleise brüsten. Unterm Strich kann man hier im Großen und Ganzen von einer S-Bahn sprechen, muss allerdings schon an etlichen Stellen ein Auge zudrücken. Damit sind diese beiden S-Bahn-Netze auch ein recht guter Übergang und ein passendes Ende für diesen ersten Teil der Dokumentation. Denn während die in diesem Teil vorgestellten Netze sich alle klar vom Regionalverkehr abgrenzen ließen und in der Innenstadt eher einen flüssigen Übergang zur U-Bahn darstellten, werden wir uns im zweiten Teil den Netzen widmen, die eher einen flüssigen Übergang hin zum Regionalverkehr aufweisen. Zum Schluss noch eine kleine Anmerkung. Denn während wir hier die meisten S-Bahn-Netze nur kurz angerissen und einen groben Überblick verschafft haben, habe ich euch in der Videobeschreibung zu allen S-Bahn-Netzen, wo dies vorhanden ist, auch ausführlichere Dokumentation verlinkt. Damit vielen Dank fürs Zuschauen bei diesem Video und bis zum nächsten Mal.